Dritte Etappe Paris-Nizza von Toussy nach Circuit de Nevers-Manicourt. Eine Formel-1-Strecke, die vielleicht ein oder andere kennen dürfte. 178 Kilometer, eine ziemlich flache Strecke, wartet heute auf uns. Und ich denke mal gar nicht erst dran, dass wir heute die Strecke Manicourt... Wir können ja mal ganz kurz ins Ziel gucken. Nee, okay. Schade. Finde ich sehr schade, dass sich dann nicht die Mühe gemacht wurde, eine Formel-1-Strecke zu designen. Hätte ich nämlich ziemlich geil gefunden. Wir gehen heute wieder mal mit Jay Thompson in die Ausreißergruppe des Tages. Einfach aus dem Grunde, um die Bergpunkte zu sichern, die es heute wieder gibt. Ah, Süderlin, der kann es jetzt natürlich gut hinterherfahren. Ich weiß nicht genau, warum das Feld gerade das Tempo so hoch macht, ehrlich gesagt. Die sollen es mal in Ruhe lassen. Warum macht das Feld jetzt so hohes Tempo? Übrigens, mehr wie Kudus. Der soll heute mal nicht mit, also der ist schon vorbei. Dem habe ich gesagt, ja, bleib mal stehen, Junge. Heute also nicht mehr am Start angetreten. Grund dafür ist, dass er sich krank gefühlt hat. Das wurde mir im Managementbüro mitgeteilt. Also Mervi Kudus hat sich krank gefühlt. Und da muss er sich natürlich hier auch nicht durchschleppen durch Paris-Nizza. Er beendet also das Rennen. Sehr, sehr schade, muss ich sagen, denn ich hätte natürlich Kudus dieses Jahr wieder gerne hier gesehen. Letztes Jahr ist er auch schon mitgefahren, da war er nicht so erfolgreich und dementsprechend wäre es mal interessant gewesen, wie er sich dieses Jahr geschlagen hätte. Aber gut, soll wohl nicht sein. So, jetzt gibt es hier noch eine Attacke. Perrichon, Isagire, na, denen werden sie wohl hinterherfahren. Chloibayev ist hier mit uns dabei aus der Astana-Mannschaft. Ja, aber dadurch, dass die jetzt hinterherkommen, kommt natürlich auch das Feld wieder an uns ran. Und das ist nicht so schön. So, wir lassen Jay Thompson mal ganz kurz regenerieren. Und dann starten wir noch eine Attacke, die sich aber dann gewaschen hat, hör mal. Oha. Ist nichts mit regenerieren. Da links gehen die nächsten. Jean Deby und Perinello, wenn ich das richtig gelesen habe, sind das gewesen. Die es jetzt probieren, jetzt auch Vasil Kirienka, und dass man hier hinterher fährt, kann ich verstehen, denn Kirienka ist einer, der ist unglaublich stark. Der kann auch bei Paris-Nizza mal locker um den Sieg mitfahren, wenn es gut läuft für ihn. So, das wird wahrscheinlich auch nichts werden, diese Attacke. Ich möchte auch ehrlich gesagt ungern mit Kirienka hier an den Hügel kommen. Ah ja, Jean Deby, das war ja der mit Beschleunigung 80, der ansonsten einfach nichts hat, aber Beschleunigung 80 halt. Immerhin. So, da geht der nächste, das ist jetzt Kolobniev. Den werden wir, glaube ich, kaum mehr folgen können. Probieren tun wir es mal trotzdem. Aber komm, wir fahren mal Vachon hinter. Alter, Vachon greift an. Kolobniev greift an. Das sind Fahrer, die sind am Hügel doch um einiges besser als Jay Thompson. Und dem geht jetzt auch so langsam das Licht aus. Ja, das war's wohl. Die Ausreißergruppe des Tages besteht aus Jean Deby, Florian Vachon und aus Alexander Kolobniev. Also eine starke Gruppe, muss man sagen. Eine echt starke Gruppe. Jay Thompson, ja, darf sich zurückfallen lassen. Der muss ja natürlich jetzt nicht in erster Front mitfahren bis zum Verderben. Ist ja ganz klar, der darf hier auch mal ein bisschen ruhiger es angehen lassen gerade. So, und dann würde ich sagen, machen wir mal wieder hier schnellere Dingens. Und was ich mir gerade gedacht habe, zwischen der Aufnahmepause von Etappe 2 zu Etappe 3, ich nehme das ja alles wieder mal in einem Stück auf und so weiter, kennt ihr, eigentlich könnte ich mal eine Playlist machen für den Procycling-Manager. Ich meine, ist jetzt eigentlich an für sich ein bisschen spät, weil das Let's Play ja jetzt doch schon ziemlich lang geht, aber... Warum nicht? Ein paar Folgen wird es ja noch gehen. Wir haben ja noch den Giro vor uns, wir haben noch die Tour de France vor uns. Und das Gute wäre halt, wenn ich eine Playlist mache,
Mein Laptop hat nämlich an der Tastatur einen Windows Media Player Button. Wenn ich den drücke, dann kann ich Musik stoppen oder abspielen. Und das wäre das Gute, wenn wir nicht die Siegerehrungen haben. Ne? Und jetzt klingelt es vielleicht schon bei euch. Dann könnte ich einfach auf Stopp drücken und dann wäre die Musik im Hintergrund aus, sodass wir nur das, ja, dieses Siegerehrungsmusik-Gedönse halt haben. Ne? Das wäre eigentlich ganz praktisch. Damit verhindert man dann eben, dass wir immer so zwei Melodien haben, die sich überlappen. Also Florian Vachon hat scheinbar die Bergwertung gewonnen. Ich hätte jetzt aber eher Kolobny hier vorne gesehen, muss ich sagen. Also einer von den beiden hat es gewonnen, der andere wurde Zweiter. Fakt ist, wer die Bergwertung gewonnen hat, wird auch das Bergtrikot morgen tragen. Also Jay Thompson hat sein Bergtrikot leider schon verloren. Aber mal gucken, vielleicht können wir es hier nochmal erobern. Und ja, Gerard Ciolek heute schon wieder mit einer Tagesform von minus 5. Also der ist zurzeit nicht so gut drauf, irgendwie, was Tagesform angeht. Ein Fahrer wurde bereits schon abgehängt. Das ist Pardini aus der Wanty Group Goubert Mannschaft. Ich weiß nicht genau warum. Scheinbar war das Tempo einfach zu schnell für ihn. Oder er hat einen Defekt gehabt und kommt jetzt nicht mehr rein. Kann natürlich beides sein. So. Wir haben gerade ein bisschen Probleme mit der Frame Rate, sehe ich gerade mal. Jetzt geht's wieder. Sehr gut. Gag. Okay. Es geht stellenweise wieder. So, wir haben jetzt 5 Fahrer an der Spitze übrigens. Es sind noch ein paar mehr geworden. Vachon, Gianni ist noch mit dazugekommen. Und Kuzin, Kolobniev und DB. Die kennen wir bereits schon. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich mit John DB auch schon Rennen zusammen gefahren bin? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall sehen wir mal die... ich weiß gar nicht, wie die offiziell hieß. Auf jeden Fall war es ein 2-Tagesrennen mit 3 Etappen in Weilburg. Aus hier irgendwo so Hessen, Rheinland-Pfalz die Ecke. Ich weiß gar nicht genau, wo Weilburg liegt, ob das jetzt Hessen oder Rheinland-Pfalz ist. Vorne ist amerikanischer Meister. Das feiere ich ja jetzt mal. Ich weiß, ich habe es wahrscheinlich vor ein paar Folgen erst das letzte Mal erwähnt, aber ich vergesse sowas immer zwischen den Aufnahmen. Naja, auf jeden Fall mit John DB bin ich zusammen Rennen gefahren. Auch mit seinem jüngeren Bruder Mike DB. Die waren beide echt richtig gut. Also es wundert mich nicht, dass John DB jetzt tatsächlich auch im Profi-Peloton angekommen ist. Und bei Lotto Soudal auch noch fährt. Also direkt bei einem Erstligateam. Das ist auf jeden Fall trotzdem eine sehr, sehr gute Leistung. Von Mike DB habe ich gar nichts mehr gehört. Ich habe auch mal nach ihm gegoogelt, aber die letzten Resultate sind bereits schon 3 oder 4 Jahre her. Also scheinbar fährt er mittlerweile nicht mehr Rad, so wie es aussieht. Oder er macht irgendwas anderes. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich nichts mehr gefunden seit längerem. Und jetzt sind es die letzten 40 Kilometer. Warum wird jetzt... Ah ja, Zwischensprint natürlich. Den schauen wir uns gerne an. Die Ausreißer sind eingeholt. Mark Cavendish sprintet hier gegen John Degenkolb. Und das ist eine klare Angelegenheit für Cavendish. Marcel Kittel heute gar nicht mit dabei gewesen beim Zwischensprint. Sehr, sehr komisch. Sonst ist er immer in vorderster Front gewesen. So, wir schauen uns mal das Profil an. Leicht wellig. Aber im Großen und Ganzen ist es dann doch flach in Richtung Finale. Und es sind jetzt noch ein bisschen mehr als 30 Kilometer zu fahren für das Feld und damit auch für unseren Weltmeister, für Gerald Ciolek. Oh, ich dachte schon, da vorne greift einer an. War aber nicht so. Hat er mich verarscht, der Sack. So, gleich sind wir dann auch bei den Sprintvorbereitungen für heute. So, Gerald kann ja jetzt schon mal nach vorne fahren. Der Kleinmannut muss ihn jetzt nicht mehr beschützen. Das können wir uns ab jetzt sparen. Betancourt ist schon wieder vorne mit dabei, ja. Der ist bestimmt schon wieder auf dem Sprint aus. Hat ein neues Talent entdeckt an sich. Nämlich seine Sprinter-Gene. Also die hat er scheinbar sehr, sehr viele.
kannst du jetzt vielleicht mal, nur vielleicht, die Position hier vorne halten. Das klappt irgendwie so super einfach nur. So, 20 Kilometer Marke ist erreicht. Die Ausreißer sind schon längst eingeholt. Regenwetter, nicht die idealen Bedingungen, muss man sagen. Und jetzt geht es also in Richtung Etappenfinale. Die Sprinter heizen schon wieder nach vorne, so wie man das eben kennt. Wir versuchen es mal an Marcel Kittel dran zu hängen. Das klappt wunderbar. Nee. Markus. Vielleicht mal einen Degenkolb hängen. Klappt auch nicht. Ah, super. Vielleicht wieder ein Cavendish. Klappt auch nicht. Ah, super. Vielleicht mal ein Viviani ganz frech. Ich meine, es ist der Sprintanfahrer von Kittel, aber warum nicht? Oder jetzt an Cavendish? Geht das? Jein. Also theoretisch schon, nur es klappt wieder praktisch nicht so ganz. Warum auch immer er sich jetzt da links dran hängt. Cavendish, ne? Also Cavendish. Also, du weißt ja, ne? Mark Cavendish. Das ist jetzt nicht so ganz Mark Cavendish. Das ist einfach so für'n Arsch irgendwie. Keine Ahnung, was da schief läuft. Auf jeden Fall läuft einiges schief. Warum hängt er sich jetzt hier an Guardini? Cavendish! Warte mal, wir machen mal ganz kurz. Wir machen mal ganz kurz. Pass mal auf, wir machen mal den. Ach, deshalb. Warte, ich glaube, ich habe gerade rausgefunden, warum. Weil ich hier rechts war und nicht links. Das ist natürlich logisch. Dann kann es natürlich nicht funktionieren. So, Maintius muss natürlich im Feld bleiben. Ich hoffe, das weiß der. Ich hoffe, das schafft der auch. Sieht nämlich schon ziemlich platt aus, Luis Maintius heute. Und im Feld bleiben sollte er trotzdem schaffen. 7 Kilometer noch, die Maintius überstehen muss. Ich lasse ihn auch mal ein Gel fressen. So, jetzt ist er am Hinterrad von Mark Cavendish. Sehr gut. Als zweites natürlich hier Gas geben. Falls dieses Folgen wieder nicht klappen sollte, dass er wenigstens Gas gibt. Und es klappt wieder nicht so optimal, sage ich mal. Es klappt jetzt nicht so geil. Komm, häng ich mal an Hutarovic oder an irgendwen. Oder an Cavendish. Häng dich mal an Mark Cavendish, wenn du es denn kannst. Ja, wir sind hier schon wieder sehr, sehr eingeklemmt. Wo ist Luis Maintius? Ah. Sieht gerade ein bisschen eng aus, aber er sollte jetzt hier keine Zeit mehr verlieren. So, Ciolek. Ja, super. Einfach nur ein Traum. Sieht toll aus. Mit der Sprintvorbereitung gerade. Wir fahren mal Geoffroy Soupe hinterher. Da vorne geht die Post ab. Wir sind ganz woanders. Das hat ja super geklappt. Und können hier erstmal vorne scrollen wie verrückt, um zu gucken, wer hier gewinnt. Kittel scheint es heute nicht zu sein, denn da kommen noch andere. Kittel war heute zu früh im Wind. Und Ciolek, ja, macht das mal gar nicht schlecht sogar. Könnte noch unter die ersten 10 fahren. Schafft es auch, gerade so. Zehnter wird er. Und John Degenkolb gewinnt. Krass, heute mal nicht Kittel. Aber nicht der dritte Sieg in Folge bei Paris-Nizza. Und wir sehen uns dann gleich zur Siegerehrung. Oder wenn Pardini halt im Ziel ist. Ja. Und hier nochmal der Sprint. Marcel Kittel früh im Wind. Und der Sprint, der war einfach zu lang für ihn. Das hat man hier schön sehen können. Gerald Ciolek da hinten, völlig außerhalb der Reichweite dieser Top-Sprinter. Und damit gewinnt also heute John Degenkolb vor Giacomo Nizzolo, Mark Cavendish. Finde ich auch lustig, dass auf einmal Sonnenschein ist bei Siegerehrung. Gerade eben hat es noch voll gepisst. Dann Andrea Guardini, Buani, Goss, Kittel, Kokar, Boos und Ciolek. Das ist die Top 10 der heutigen Etappe.
Dann haben wir die Gesamtwertung. Dort führt jetzt Mark Cavendish vor Marcel Kittel und John Degenkolb. Boani auf 4, 5. Nizzolo, dann Hollenstein, Larsson, Vachon, Kolobniew und Jay Thompson. Das sind also die ersten 10 in der Gesamtwertung. Momentan zumindest. Dann kommt Punktewertung erstmal. Sprintwertung. Mark Cavendish führt jetzt vor John Degenkolb und Marcel Kittel. Wie ein da ein schlechtes Resultat, also 7. ist jetzt, ja, zurückwerfen kann. Kittel auf einmal noch drittbester Sprinter. Gefolgt von Boani, Nizzolo, Ciolek, Kuka, Boos, Goss und Guardini. In der Bergwertung jetzt Florian Vachon, der Führende, vor Jay Thompson, Kolobniew, Larsson und Gianni. Ja, also das Bergtrikot haben wir verloren heute. Leider Gottes, wir haben probiert, in die Ausreißergruppe des Tages zu kommen. Es hat nicht sollen sein, aber das heißt noch nichts. Es gibt noch genug Punkte zu holen in der Bergwertung. Von daher abwarten. In der Nachwuchswertung führt jetzt Nasser Bouhanni vor Alaphilippe und Kuka. Le Montagnais scheint also heute abgehängt worden zu sein. Und dann bleibt last but not least die Teamwertung. Dort führt immer noch Lampre Merida vor Cofidis und Wanty Group Gobert. Aber nach wie vor in der Teamwertung keine Zeitabstände zustande gekommen. So, wir gucken jetzt gerade mal. Luis Mentes scheint es zeitgleich geschafft zu haben. Wir schauen mal, wer hier hinten als so abgehängt worden ist. Vinet heute schon wieder zurückgefallen. Mervi Kudus, wie gesagt, der hat heute aufgegeben. Das hatten wir ja schon vom Beginn an klargestellt. Also dem ging es nicht gut und deshalb haben wir gesagt, komm, bleib zu Hause. Vielmehr brecht die Etappe ab. Ja. Trentino-Rundfahrt beginnt auch heute. So, Gesundheitszustand. Mervi Kudus hat wegen seinen anhaltenden Symptomen, hohes Fieber, Kopfschmerzen, seinen Hausarzt aufgesucht, der eine Grippe diagnostiziert hat. Der Fahrer wird einige Tage behandelt und sollte in etwa einer Woche wieder auf den Beinen sein. Es besteht kein Risiko, wenn sie ihn fahren lassen. Er wird nur nicht sonderlich effektiv sein, weil er so geschwächt ist. Ja, mit hohem Fieber und Kopfschmerzen braucht der echte Paris-Nizza nicht weiterfahren. So, Linus Gerdemann fühlt sich auch nicht wohl, aber das ist nicht so tragisch, denn er fährt momentan nirgendwo. Warum ist jetzt Paris-Nizza vor Trentino? Das ist ja vor Tirreno vielmehr. Das ist sehr interessant. So, wir sehen uns zur nächsten Etappe wieder. Bis dann.